Ja, ist zumindest ein normaler Erfolg. Aus deinem Rücken kannst du gleich Schaden hinterher würfeln. Ich glaube, deine Waffe macht 1W10 oder 1W12. Kannst du sehen, also wie gesagt, er rennt auf dich zu. Aus deinem Rücken hörst du sowas wie ein Blitzen und ein Klicken. Da hat wohl gerade irgendjemand ein Foto gemacht. Ja, du triffst Ist ihm relativ und egal. schießt ihm mit einer unglaublichen Wucht in die Brust, sodass er erstmal, zumindest der Erste, gerade an die Wand zurückgeworfen wird und da dann blutverschmiert liegen bleibt. Ist wohl nicht tödlich getroffen, aber sehr, sehr schwer verletzt. Und der andere rennt dann eben hinterher, immer noch mit einer Rohrzange und bleibt dann aber stehen. Er erkennt wohl irgendwas. Waffe auf den Boden! Kettler, was machst du denn hier? Ich trete einen Schritt näher ran und versuche das Gesicht zu erkennen. Halt, 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 stehen bleiben. Also, es würde ihn zumindest hinter sich haben wollen. Kettler, hilf mir! Dann rennt er wieder auf dich zu. Stopp, stehen bleiben! Dann ist er an dir heran, hast nicht geschossen und er versucht dich einmal zu schlagen mit seiner Rohrzange. Da versuche ich einen Gegenangriff zu machen. Ja, wie ist denn deine Geschicklichkeit, deine Gewandtheit? 70. 70, dann dürftest du zuerst handeln. Wäre jetzt ein Schuss in den Nahkampf. Naja, wieder nur ein normaler Erfolg. Wieder ein normaler Erfolg, okay. Dann würfel nochmal Schaden hinterher. Er allerdings würde auch auf seine Verteidigung, das Ausweichen verzichten und würde, wie gesagt, selber zuschlagen. Mit ungläubigem Blick. Das ist wenig Schaden und er, ja, schlägt wohl an dir vorbei oder gleitet dann an deinem Helm ab, der dich jetzt schützt. Sonst hätte er da relativ viel Schaden gemacht. So tockt das einmal nur noch. Er guckt wieder mit ungläubigem Blick auf den Journalisten Björn Kettler. Kettler, verdammt, hilf mir! Schlägt ein weiteres Mal zu. Ja, ich würde auch etwas unternehmen wollen. Würde zwar versuchen, hinter den Mann zu kommen und ihn von hinten zu packen, sodass er möglichst nicht zuschlagen kann. Dann greifst du mit in den Nahkampf ein. Kannst auch gerne mal sowas wie Handgemenge würfeln. Vorbei. Vorbei. Wenn, Ja, versuchst dich vorbeizuschieben. Sebastian Hessel ruckt nochmal mit seiner Schulter nach draußen, damit du dann eben dich nicht da einmischen kannst. Natürlich sehr gefährlich, wie es da jetzt gerade entbrennt. Kannst auch wohl sehen, dass der Aktivist vor dir auch getroffen wurde. Blutet ein bisschen im Bauchbereich. Ist nicht so ganz so schlimm. Wurde nicht zurückgeworfen. Ja, der nächste Angriff von Hessen. Hessel wird dann aber auch nicht mehr schießen, wenn der direkt vor ihm steht, sondern tatsächlich auch eher in den Nahkampf übergehen. Dann tu es. Ja, Sieht ich denke, gut das aus. spricht für sich selbst. Ja, maximaler Schaden. Dann ruckt deinen Ellenbogen nach oben. Du brichst ihm die Nase. Blut spritzt teilweise auch in dein Gesicht. Und er sinkt genauso wie sein zweiter Mann auf den Boden. Ganze wird natürlich festgehalten auf Bildern. Und Sie. dann guck ich mir die auch mal an. Ja, Sagen Hessel Sie, wird sagen erstmal hier um die Ecken gucken, ob da noch andere sind und wenn nicht, wird er den Angeschossenen auch direkt zur Krankenstation schleifen. sagen Sie, Herr Kettler, kennen Sie diese Herr? Kennen Sie diese Herren? Sie scheinen zumindest Sie zu kennen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht sollten wir erstmal diesen Menschen dort helfen. Sie sehen wohl nicht, dass er Ne, dort. natürlich, natürlich. Sehen Sie doch, Bringen wie Sie er sie auf die blutet! Krankenstation. In der Tat packen Sie sich den beiden. Und um Sie, Kettler, können wir uns immer noch später kümmern. Ich pack mir einen der beiden und trage ihn auf die Krankenstation. Ich helfe auch mit, wende mich mal noch mal an Hessel. Hätten Sie denn schießen müssen? Das sieht nicht gut aus. Was glauben Sie denn, wenn offensichtlich Bewaffnete auf sie zukommen. Selbstverständlich schieße ich dann. Ich habe sie gewarnt. Vielleicht hätten sie K.O. schlagen können oder sowas. Und das Risiko eingehen, dass sie mich mit ihren Rohrzangen totschlagen? Bin noch nicht lebensmüde. Wer weiß, was passiert wäre, aber gleich schießen? Oh mein Gott, wie er blutet. Alarm, bitte bleiben Sie ruhig. Alarm, bitte bleiben Sie ruhig. Wie Ja, gesagt, die Schüsse konnten Thierry Rondeau und Hanna Rothenpieler natürlich auch hören. Und dann, nach wenigen Augenblicken nur, kommen die drei gemeinsam mit zwei Schwerverletzten wieder um die Ecke gebogen, zurück in Richtung des ja, der Ambulanz bzw. der Krankenstation.
Als ich diese verschmierten Leute sehe, jetzt zu dem Öl, das auch mal sein soll, zusätzlich noch mit dem Blut, ich so, oh Gott, sind das etwa Aktivisten? Haben sie die etwa niedergeschossen? Aus dem Weg, diese Männer brauchen direkt umgehend medizinische Hilfe. Oh shit. Doktor, Doktor, schnell, schnell, hier ist jemand angeschossen. Ja, ja, legen Sie ihn hier auf die Bache. Hier. Ja, hier ist noch einer auch angeschossen. Beeilen Sie sich. Alles klar, hier die zweite. Friedenstein, kommen Sie rüber. Ja, zweiter Arzt kommt dann auch herbei und ja, die kümmern sich dann jetzt erst einmal um die beiden angeschossenen Leute, die da schwer blutend auf den verschiedenen Laken liegen. Ihr werdet dann so ein bisschen auch rausgeschoben. Sämtliche Arbeiter, die eben noch drin waren, dürfen sich dann aus der Krankenstation, aus der Ambulanz herausbegeben. Auch Julio Sanchez, der seine Hand schon verbunden bekommen hat, wird dann auch rausgeschickt, sodass die da jetzt eben ganz in Ruhe arbeiten können. Weiteres Chaos, was da herrscht. Die kümmern sich jetzt erstmal darum, dass sie da versuchen, die Blutung zu stoppen. Ich wende mich etwas aufgelöst mal an Rothenpieler und Rondeau. Was ist denn hier irgendwas überhaupt los? Haben Sie irgendwas mitbekommen? Was soll denn los sein? Ich meine, Sie sind ja selber. Offensichtlich wird die Bohrinsel von irgendwelchen Terroristen gestürmt. Haben Sie ein Auge auf Kettler? Ich werde wieder versuchen, zum Computerraum zu kommen. Wahrscheinlich was? Irgendwie Greenpeace oder so. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, Herr Kettler, die haben Sie gekannt. Also irgendwas stimmt da mit Ihnen nicht. Oh mein Gott, ich bin Journalist. Wissen Sie, wie viele Leute ich kenne? Hä? Er scheint sie aber anders gekannt zu haben. Nicht so, wie man einen normalen Journalisten kennt. Also irgendwas ist da merkwürdig. Hier wird in der Gegend herumgeschossen. Wir werden angegriffen und sie machen sich irgendwie Gedanken, dass er mich gekannt hat. Was ist denn hier los? Nun, die Gefahr ist erstmal gebannt. Zumindest die Gefahr durch diese Aktivisten oder was auch immer es ist. Vielleicht sind da noch mehr von denen. Und das werden wir rauskriegen, wenn wir im Computerraum sind. Das Licht geht wieder an und das rote Licht verschwindet wieder. Puh, endlich hört dieser Kram auf mit Alarm. Lassen Sie uns trotzdem in den Computerraum gehen. Vielleicht kann uns Jim Bald ja mehr dazu sagen, was hier passiert ist. In der Tat, der Computerraum ist äußerst wichtig. Wir können nicht zulassen, dass er gestürmt wird. Auf gar keinen Fall. Vor allem hoffentlich ist Ihren Kollegen nicht zugestoßen. Das will ich hoffen. Ja, während ihr dann in Richtung Süden auf der Bohrplattform geht, um da den Computerraum aufzusuchen, könnt ihr erkennen, wie im Gang Ivan Stahlberg und Solomon Fürst, die beiden Leute von der Sicherheit, stehen. Vor ihnen liegen zwei Menschen, blutverschmiert, beziehungsweise ihr könnt auch erkennen, dass das wohl Frauen sind, ebenso schwarz verklebt wie die anderen beiden, und sie bewegen sich wohl gerade erstmal nicht. Ivan Stahlberg und Solomon Fürst stehen davor. Die ganze Gänge sind blutverschmiert, allerdings auch schwarzölig. Und Fürst schaut sich aber nur um in Richtung von Hessel, schüttelt mit dem Kopf und bedeutet dir dann bedeutungsschwanger nach dem Motto: Geh mal hier weg, das bleibt unter uns Zweien. Ja, wird dann nicken und dann weiter die zwei, die mitgekommen sind, zum Computerraum. Ja, da trefft ihr dann auf Jim Walt, den Computerspezialisten, natürlich auch Alex Müller. Die Physiker und Geologen sitzen in ihrer Ecke, haben sich da so ein bisschen verbarrikadiert, kann man erkennen, während Jim Walt und Alex Müller auf die Computermonitore starren und schauen, wieder irgendwelche Sachen eingeben, 10 Finger auf der Tastatur, hacken sie sich da durch die Anlage, durch die Sicherheit. Ja, wir haben jetzt keine Zeit, was sollen wir... Was wollt ihr? Sind noch irgendwo Eindringlinge? Ja, einen haben wir noch, aber wir wissen nicht, wo er ist.
Der Zähler sagt, dass wir 81 Menschen sind. Beziehungsweise rechnen wir mal Sie aus der ersten Schicht raus. Keine Ahnung, warum Sie hier ist, sind wir sogar 82. Irgendeiner ist hier noch. Und ich finde ihn nicht. Wenn ich ein Terrorist wäre, wo würde ich denn dann zuschlagen, um diese ganze Anlage hier am effektivsten zu sabotieren? Das geht nicht so einfach. Man kann nicht einfach mit irgendwelchen Rohrzangen auf unten auf den Brunnen einhacken. Ja, dann denken wir einfach mal, ich hätte eine Bombe dabei. Hat die Kamera nicht irgendwelche Aktivitäten aufgenommen? Irgendwelche ungewöhnlichen an anderen Stellen? Nein, sie sind über die verschiedenen Treppen nach oben gelangt. Sie sitzen irgendwo unten mit den Booten. Die sind aber im Sturm dann auch gekentert. Mussten noch ein Stück schwimmen und haben sich dann nach oben gezogen. Das ist zumindest das, was ich über die Kameras mitbekommen habe. Und jetzt sind wir halt so viele. Irgendeiner ist hier noch, aber wie gesagt, ich habe hier einen Zähler, der anzeigt, dass hier zumindest 82 lebende Leute sind. Jetzt rechnen wir mal die anderen aus, die ihr dann oben in der Krankenstation habt, aber scheiße, ich finde die nicht. Sollen wir jetzt irgendwie... Hätte ich eine Bombe, wo würde ich sie platzieren wollen? Der Maschinenraum, oder? Ich würde auch sagen, eher im Bohrkern. Da wäre die Auswirkung zumindest am größten. Würde dann aber nicht auch eine Menge Öl freigesetzt werden? Sicherlich, ja. Naja, diesen Terroristen ist alles zuzutrauen. Ja, würde man die Bombe an anderer Stelle platzieren, würde auch Öl austreten. Ganz zu vermeiden ist das nicht. Ein anderes Robot hin kann man ja nicht, oder? Ich meine, entweder man will Menschen töten oder man will halt den ganzen Prozess aufhalten. Nein, das ist beides nicht die Zielsetzung. Die Zielsetzung ist Aufmerksamkeit. Es geht um Maximierung von Aufmerksamkeit. Das ist doch dasselbe, dann sind sie mit Sicherheit irgendwo im Maschinenraum. Nein, das ist nicht dasselbe, das ist ein wesentlicher Unterschied. Nun, Mr. Hassel, ich würde vorschlagen, wir begeben uns mal auf Patrouille hier. Und wenn uns irgendwas auffällt, sollten wir dann irgendwie Bescheid geben. Gibt es da eine Möglichkeit? Ich könnte schauen, ob ich... haben Sie noch weitere Funkgeräte hier? Ja, an Alex Müller oder an Jim Walt oder wen auch immer wenden. Ja, wir haben hier noch ein paar Funkgeräte, die... Naja, wenn Hassel, wenn sie die beantragen, dann können sie die auch haben, aber eigentlich sind die nicht für Zivilisten. Ich denke, in dieser Ausnahmesituation ist es nicht verkehrt, wenn auch... Ja, wir können sie ja zumindest an Frau Rothenpieler weitergeben. Sie ist die Angestellte, ich denke, das ist in Ordnung. Ja, dann hier nehmen Sie ein weiteres Mikrofon und dann können Sie sich damit unterhalten. Sie können auch noch einen Pager haben, aber der hat keine Sicherheitsfreigaben. Ich denke, das Funkgerät wird reichen. Wird man dann der Hanna überreichen. Danke. Ich müsste eh nochmal runter. Ich war ja bei der Filterkreisanlage noch nicht ganz fertig. Würden Sie begleiten? Ich meine, vielleicht ist da ja irgendwas oder irgendjemand... Ist diese Arbeiten wirklich elementar notwendig? Scheinbar sind wir immer noch in einer äußersten Ausnahmesituation. Ja, das ist richtig, aber ich dachte, vielleicht wird er ja auch den letzten... Ich meine, das ist auch eine zentrale Anlage. Sie kennen sich dort gut aus, nicht wahr? Ja. Gut, dann folgen Sie mir, aber wie gesagt, bleiben Sie immer hinter mir und halten Sie die Augen offen. Einfach Rotpieler gerichtet. Sie sind ja mit dem Team 1 da. Haben Sie auch eine Freigabe für den Bohrkern bekommen? Damals? Als Sie angefangen haben? Ja, klar. Ja, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Sagen Sie, wie funktioniert das mit dieser Freigabe genau? Keine Ahnung. Ich hab die halt bekommen. Ja, das. Ich will nicht den Prozess wissen, aber was ist mit Ihnen gemacht worden, um das zu bekommen? Haben Sie irgendeinen Gegenstand erhalten oder was? Eine Sicherheitskarte, einen Magnetschip, irgendwas? Einen Pager. Sie greift in Ihre Tasche den hier. Ah gut, Sie haben den noch. Das wollte ich wissen. Mr. Rondeau,
Sie sollten sich vielleicht nochmal überlegen, ob Sie hier wirklich investieren wollen. Es scheint ja doch einige Missstände zu geben. Ah, das ist ein wahres Wort, Herr Kettler, aber wir sollten uns erstmal aufs Wesentliche konzentrieren. Sie sagen, dass mit dieser was mit Gas irgendwas mussten Sie machen? Was war denn die Zielsetzung Ihrer Arbeit, als Sie angefangen haben, heute Morgen? Ich? Ja, Sie. Na, ich habe eine Sicherung tauschen wollen, an der Anlage. Was wäre denn passiert, wenn Sie das nicht gemacht haben? Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, Sie hätten bei Ihrer Arbeit, ohne Ihnen jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, versagt. Was wäre die Konsequenz? Ja, nichts Schlimmes. Es ist einfach nur eine Standardsache. Da passiert erstmal nichts. Und was ist denn die Funktion dieser Maschine? Ausweichanlagen. Gut, gehen wir davon aus. Egal, was ist die Aufgabe dieser Maschine? Was tut sie? Ja, sie filtert. Luft. Sie filtert Luft, richtig? Ja. Atemluft, die wir gerade atmen. Ja, unter anderem ja. Ja, meine Herren, da haben wir doch die Erklärung, warum wir alle so fürchterliche Kopfschmerzen haben. Offensichtlich ist diese Anlage defekt. Halten Sie, ich bin kein Techniker, aber das erscheint mir irgendwie logisch. Es ist halt, wie gesagt, nicht nur eine. Also ich meine, wenn eine ausfällt, dann greifen andere. Das ist nicht so ein Problem. Ja, das Prinzip habe ich mir schon erklären lassen von Ihrem Techniker, der offensichtlich ein Trottel ist. Also sollten wir versuchen, diese Scheiße zu reparieren. Haben wir irgendwie die Möglichkeit, an Gasmasken oder einen Gastester oder sonst irgendwas zu kommen, um die Luft zu prüfen, ob die giftig ist? Da kann uns vielleicht Mr. Austin weiterhelfen. Oder die anderen Wissenschaftler hier. Schauen Sie in die Richtung von Dave Austin. Könnten Sie uns diesbezüglich helfen? Haben Sie hier so etwas wie Gasmasken oder Vergleichbares? Wir können bei der Sicherheit nachfragen. Die wissen das bestimmt. Hat man sie nicht instruiert, wo sie im Fall von irgendwelchen giftigen Dämpfen, Austritten oder so etwas herbekommen? Nicht so wirklich. Also ich meine, sie wissen ja, wie das immer ist. Die wichtigsten Sachen vergisst man oft irgendwie. Und dann passieren halt nun mal solche Sachen und Vorfälle. Oder ich habe nicht aufgepasst. Ja, wie das Prinzip mit den Schwimmwesten und die Masken von der Decke. Ja, das Prinzip ist mir bekannt. Aber sagen Sie mal, wenn hier irgendeine Filteranlage nicht richtig arbeitet, müsste nicht irgendwo ein rotes Lämpchen angehen? Ja. Also da gibt es auf jeden Fall einen Warnhinweis. Ich meine, natürlich gab es einen Hinweis, dass die Sicherung getauscht werden musste, aber wie gesagt, es ist halt jetzt nicht so tragisch. Es scheint ja auch offensichtlich kein Fehler von technischer Finesse zu sein, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber Sie sind ja nicht als Technikerin hier angestellt, nicht wahr? Ja, also ich meine, ich habe jetzt nicht das tiefste technische Verständnis, aber es reicht aus, um halt solche Sachen zu machen, klar. Das meine ich. Für irgendwelche tiefergreifenden Störungen würde vermutlich ein dafür angestellter Techniker zuständig sein. Ja, ich studiere auch was ganz anderes, also von daher ist richtig. Aber wie gesagt, wenn Sie sich da unten auskennen und wie auch immer Sie es geschafft haben sollten, einen vorzudringen, wir haben immer noch einen freilaufenden Terroristen. Dann können Sie mir ja vielleicht die Orte zeigen, die am wichtigsten oder was auch immer sind, und dann schauen wir uns dort um. Einen Moment, ich habe hier was. Siehst du das, Alex? Zoom mal auf den Bereich 5 ran. Unterer Bereich. Wenn ihr auf die Bildschirme seht, könnt ihr erkennen, wie wohl gerade 4 Arbeiter, die allesamt die gleichen Ausrüstungsgegenstände dabei haben wie ihr, Helm, Schutzbrille, die Stiefel, sind wohl gerade dabei, einen der riesigen Vorratstanks aufzumachen, wo das Öl drin schwimmt. Dickflüssig, zäh, schwarz. Die 4 Männer drehen sich in Richtung der Kamera, schauen euch direkt an und springen dann in das Ölbecken. Große Augen. Oh shit! Das ist ja fast wie in meinen Träumen da. Da sind die auch in diesem Öl gebadet. Scheiße, wird das jetzt irgendwie alles real? Wir müssen kann da vielleicht mal jemand hingehen? Ja, stehen wir sollten hier irgendwas noch tun. Ja. Stehen die hier noch hin? Es wird auch tatsächlich hin. Wo genau ist der Ort? Zeigen Sie ihn mir. Ja, ihr könnt auch schon sehen, dass die Männer allesamt in der zähflüssigen Masse verschwunden sind, untergegangen
Und wer sich ein bisschen mit der Biologie auskennt oder auch mit den Eigenschaften von Öl, gerade von Rohöl, der weiß, dass diese Männer quasi tot sind. Nicht unbedingt schon ertrunken, aber selbst wenn sie wieder rausgeholt werden, das war einfach der Freitod, in die sie jetzt gerade gegangen sind. 4 Stück auf einmal, bevor noch vorher noch einmal in die Kamera gesehen. Würfelt mal alle Stabilität. Na, endlich. kann ich erkennen, wie die ausgesehen haben? Also, was für einen Blick hatten die drauf? Gar keinen, möchtest du sagen. Sie haben komplett emotionslos in Richtung der Kamera gesehen und sind dann gesprungen. Diejenigen, die es nicht schaffen, verlieren 1W6 Stabilitätspunkte. Der W6 wäre dann, ja, bei den Würfeln könnt ihr euch dann nehmen. Und bei 5 Punkten könnt ihr schon mal jetzt nicht zerstören. Oh ja. Sehr schön. Hannah setzt sich mal wieder in die Ecke von diesem Computerraum und schließt die Hände um die Knie, wippt langsam vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, fängt wieder an, irgendwas zu flüstern. Diese Bilder, das Öl, was haben Sie da getan? Mein Gott, mein Gott! Beruhigen Sie sich doch! Ich sollte auch. Vielleicht, Sie haben mich doch dazu gebeten. Spring nicht. Was sollten Sie? Nein, ich kann es nicht. Nein, ich mach das nicht. Roten Pilger, beruhigen Sie sich. Man würde Ihnen beide Arme auf die Schultern legen. Ah! Nun, was ist... Kommen Sie wieder zu sich. Sie haben etwas gesagt. Sie sind in Sicherheit. Sie sollten was auch... Was ist denn los? Sie hätten Sie eingeladen. Sollten Sie auch mit Ihnen in dieses Öl reinspringen? Oder von wo haben Sie von was haben Sie gerade gesprochen? Was sind diese verdammten Träume? Ich hab's doch gesagt. Sie waren alle im Wasser und haben an der Plattform unten gebadet und es war kein Wasser, es war verdammtes Öl und es war schwarz und sie wollten, dass ich mit ihnen dort reinspringe und sie haben ausgelassen gefeiert. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Also irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht irgendwelche Chemikalien, die austreten und alle verrückt werden lassen oder sowas. Ich will nicht auch so enden. Sie werden nicht so enden. Gib Sie sind ja jetzt hier. Hier, ich nehme mal von der nächsten bereitstellenden Ortschaft eine Flasche Wasser oder sowas und halte die hier hin. Trinken Sie erstmal einen Schluck. Wir sollten auf jeden Fall in diesen Öltank. Wir müssen uns die Szenerie anschauen. Wir müssen uns das vor Ort anschauen, ob da irgendwas Besonderes ist. Also ich würde mir das auch gerne mal anschauen. Sagen Sie, Mr. Hessel, wissen Sie, wo es ist? Kennen Sie sich hier halbwegs aus? Wie Sie wissen, bin ich auch zum ersten Mal hier. Mr. Walt, können Sie uns den Weg dorthin beschreiben? Was? Ja, nein, jetzt nicht. Sie sehen doch, ich habe hier alle Hände verdammt nochmal zu tun. Mr. Müller oder einer der Geologen, könnten Sie uns da vielleicht helfen? Wohin soll ich sie bringen? Zu diesem besagten Öltank. Ja, wo die Männer in den Tod gegangen sind. Kann ich machen, das ist in den untersten Ebenen. Da kommen wir gemeinsam hin. Ja, dann lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Ja, er springt aus seiner Ecke heraus und ja, geht vorsichtig mal in Richtung von euch. Schaut ein bisschen verwundert in Richtung von Hessel. In Richtung von Hannah. Bleibt dann stehen, in der Mitte. Also ihr könnt so ein bisschen Abscheu erkennen oder Verwunderung. Zumindest blickt er auf Hessel. Der steht gerade in der anderen Ecke, in Richtung bei den Druckern, hat er sich gerade hingestellt und kritzelt mit einem schwarzen Kugelschreiber auf einem Blatt Papier herum. Zeichnet da wohl gerade irgendwas. Hessel, kommen Sie jetzt? Einen Moment noch. Ja, du siehst, wie er weiter zeichnet, weiter, immer weiter. Also sein Arm wird unglaublich schnell und flitzt über das Papier. Und du kannst dann auch hören, wie das Papier wohl leicht unter ihm reißt. Wenn ihr einmal hinseht, was Hessel da überhaupt macht, komplett geistesabwesender Blick, zeichnet immer und immer und immer wieder einen Fisch auf das Papier. Zeichnet das oder Mr. Austin?
Weil Hessel ist ja unser Sicherheitsmann. Genau, Hessel. Der malt gerade Fische. Ich gehe da mal hin und noch während er darauf rumkristelt, reiße ich ihm einfach mal das Blatt Papier weg, um mir das näher anzuschauen. Hey, damit war ich noch nicht fertig. Was soll das überhaupt? Warum malen Sie hier ein paar Fische? Ja, das schien mir das Angebrachteste zu sein. Warum fangen Sie plötzlich damit an? Sie müssen wissen, Mr. Austin hat sich gerade aufgewacht, wollte uns helfen, stand dann so da rum und da haben sie auf einmal angefangen zu zeichnen. Das wie wild, wie geistesabwesend. Was war mit ihnen los? Was soll ich gemalt haben? Das hier, sehen Sie doch. Was so ein Unsinn, warum sollte ich solche schlechten Zeichnungen von irgendwelchen Fischen malen? Und Sie haben es mit einer rasanten Geschwindigkeit getan, sogar das Papier ist beinahe gerissen, sehen Sie doch, hier. Ja, ganz genau. Ich befürchte, Sie verlieren langsam alle ein bisschen den Verstand. Wir wissen, was wir gesehen haben. Das waren Sie, wie Sie dieses Ding gezeichnet, wie Sie das Bild gezeichnet haben. Verdammt nochmal, raus jetzt aus meinem Computerraum! Ja, keine Allerdings, Sorgen, wir gehen ja schon. Wichtigere Sachen zu tun und die Herrschaften, man wird insbesondere Kettler und Forrester adressieren. Ich würde Sie bitten, Ihre Kameras hier zu lassen. Sie brauchen keine Angst zu haben, ich werde keine Bilder dort von dort machen. Nichtsdestotrotz muss ich darauf bestehen. Sagen Sie mal, Hessel, ist die irgendwie besonders warm, kalt? Schwitzen Sie da so? Nein, mir geht es ganz hervorragend. Kopfschmerzen? Schock. Ja, ein wenig Kopfschmerzen hatten wir alle den ganzen Tag schon. Glauben Sie mir, das ist nicht das erste Mal, dass ich in so eine Lage gekommen bin. Ich denke, im Gegensatz zu Ihnen allen, weiß ich am besten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Sie als Sicherheitswachen müssen das auch. Wenn wir auf dem Weg an meiner Kabine vorbeikommen, werde ich meine Kamera dort ablegen und dann können wir gerne los. Lassen Sie die Kameras doch hier, dann brauchen wir keinen Umweg gehen. Ich denke, die Herren hier werden gut darauf aufpassen. Dann lasse ich meine Kamera hier. Ich schaue etwas genervt, lege meine Kamera aber dann auch hin und schaue mir das Blatt Papier nochmal an, bevor ich es auf die Seite lege.